Recht herzlich willkommen zur 90. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind hier drinnen und ja, der Dralo hatte mir oder hat uns ein Video gemacht, in dem er zeigt, wie seine Rakete aussieht, die er da gebaut hat. Die ist ein bisschen anders wie diese hier. Und 1, 2, 3, 4, die untere Stufe hier ist noch sehr identisch da, aber ab dem Tree Coupler ist es dann anders. Er hat dann nämlich diese Stufe noch doppelt ausgeführt. Und so wie das aussieht, ist das wiederum der Tree-Coupler. Der ist nur an der falschen Stelle, in Anführungsstrichen. Also, das machen wir mal weg. Das müssen wir da mal abbauen. Das kommt so dahin erstmal. Der kommt weg. Dann kommt das weg, aber ich sehe schon, es ist. Ich glaube, wir können die Rakete so lassen, wie sie ist, und fangen eine neue an, weil das hier oben müssen wir ja auch alles umbauen. Das macht ja keinen Sinn. Also, new. Save and continue. Nein, don't save. So, wir fangen nochmal neu an. Und da fangen wir hier natürlich an, wo wir mit einem ganz anderen Werkzeug haben. Das ist jetzt. Ach so, das war ja so eine. Das müssen wir erst noch erforschen, fällt mir gerade ein. Das hatte der Dralo schon erforscht und wir müssten eigentlich die Punkte dafür haben, für dieser Ländercan oder wie sie auch immer hieß. Da müssen wir in den Forschungsbaum gehen und schauen, dass wir das kriegen, ne? Und das war jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Das ist dieses MK1 Ländercan. Da ist es. Das ist das, was wir also erforschen müssen. Advanced Inline Stabilizer. Okay. Sind wir hier? Das kostet 90. Wir haben 130. Geht also. Müssen wir machen. Weil sonst können wir das nicht nachbauen, was der Drado gemacht hat. Gut. Damit sind wir da auch weiter. Und gehen dann nochmal hier rein. So. Konstruktionsraum ist da. Und jetzt haben wir hier auch den Nenner-Can da. Den bauen wir da dran. Ne? Ja, dann den drauf. Das hat der Dralo auch so gemacht. Dann hat der Dralo Barometer, Thermometer da angebaut. Gehen wir mal ein bisschen näher ran, damit wir es besser sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo er das da so rangebaut hat, ne? Aber warte, er hat hier zwei Gus gebaut. Und hier ein Thermometer, ne? Genau. Dann hat er das Barometer auch da gebaut. Das hat er irgendwie. Jetzt, bin von überzeugt gewesen, dass die F-Taste das Teil drehen ist. Aber dem ist es nicht so, sondern es ist D. So, das Thermometer drehen wir, glaube ich, auch nochmal um. Ich glaube, der Bralo hatte das auch so dran gebaut, meine ich. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Dann hat er zwei Glühkanister gehabt. Zwei, wir sind hier mal symmetrisch da gegenüber. So war das. So, passen. Das Hex, dann Solarpanels. Warte mal, erstmal hier gucken. Das war Antenne, kommt auch noch drauf. Die hat er auf der anderen Seite gebaut. Ich glaube, zum Gegengewicht für da. Und ich meine, er hat das hier oben so, ne? Ah, jetzt habe ich natürlich auch zwei gebaut. Ich wollte aber nur eine. Machen wir auch nur eine. Jetzt habe ich natürlich die Antennen abgehabt. So, passt's. Sieht schick aus, ne? Da war alles. Dann Solarpanels. So, sechs Stück sind das, ne? Machen wir so da dran, ne? Gut. Sieht ganz schick aus. Dann natürlich zum Landen den Parachute. Strom war auch noch angesagt, ne? Wo hat der Dralo den Strom hingebaut?
Ja. Das sind Kosten und wo ist das Gewicht? Electric Charge brauchst, ja. Da steht nichts vom Gewicht. Oder zwei? Ne. Steht das nicht überall bei? Kann das sein? Das sind andere Daten, die man da sieht. Hier stehen die 60 Kilo. Ah, gut, dass wir da reingegangen sind, ne? Da machen wir gleich mal das noch weg. Okay. So. MK1 Länder. Okay. Ist jetzt nicht spielentscheidend. Wir haben alles dran. Jetzt fehlt uns noch die Batterie. Die haben wir, glaube ich, hier hinten machen wir die hin und fertig. Aber das ist hier sechsfach zu viel. Machen wir einfach. Sieht auch ganz gut so aus. Passt eigentlich. Dann hat der Draht oder einen Tank dran gesetzt. Und zwar war es der und der. Ich glaube ja. Die beiden waren das. Darunter ein Triebwerk. Terrier, genau. Das hat er drunter gehabt. Und dann hat er zwei. Sag schon. Ja, ich muss erstmal gerade wieder die Richtung richtig haben, weil wir da ja die Tür haben. Dann hat er zwei Booster außen dran gemacht. Die, ne? Zweifach. Aber dann, warte mal, die müssen zum Absprengen sein. Da brauchen wir noch einen Abstandshalter. So. Und da kam dann der Booster dran. Ne? Oder die zwei Booster. Jetzt sieht es gerade so aus, als ob es nicht geht. Doch, geht. So. Aber irgendwie kommt es mir vor, als ob das nicht passt, weil seine Dimension war hier anders. Ich glaube, da ist noch was falsch mit dem Tank, nämlich. Ich glaube, dieser Tank war eine Nummer größer. So war das, denke ich. Ja, das kommt hin. Jetzt haben wir den Radialdekoppler abgemacht. Der muss da natürlich wieder dran. Zweimal. Ist er? Ja, ist er. Dann hier dran. Sieht irgendwie nicht passend aus, kann das sein? Ja, irgendwas ist da falsch gegangen. Der nämlich. So, jetzt ist es, glaube ich, passend, ne? Genau. Sitzt der natürlich nicht am. Die Kappler will jetzt auch gar nicht ran, oder was? Doch, da kommt er. So, das sitzt gut. Höhe sieht auch super eigentlich aus. Der Dralo hat es, glaube ich, nochmal vor unten verschoben, ne? Kann das sein? Ja, hat er. Er hat das mit einer anderen Taste gemacht. Mir fällt die Taste jetzt nicht ein, ne? Ich glaube, er hat das so gehabt. Ist auch nicht so wichtig jetzt, ne? Aber das ist auch wieder in der Symmetrie nicht passend. So. Jetzt ist die Symmetrie passend. Jetzt ist das auch ein bisschen tiefer. Ah, nee, warte mal. Tja. Wenn ich jetzt noch wüsste, ne? Welche Taste das war. Also, das haben wir schon herausgefunden. Radiale Symmetrie. Egal.
Ich krieg's jetzt gerade nicht hin. Lass mal überlegen. Also das müsste einen Tacken höher. Dahin. Symmetrie passt jetzt. Triebwerke sind in einer Höhe. Dann hatten wir einen. Ach, Beine waren da dran, ne? Und. Ne, das war nicht da dran. Beine waren dran. Wo habe ich die zu finden? Da. Need to landing strap. Die waren hier. Die müssen wir jetzt vervierfachen, ne? Geht gar nicht, ne? Müssen wir zweimal anbauen halt. Hat der Dralu anders gemacht, ne? Der hat das erst hier getrennt. Hat dann den da, glaube. Ne, hat er nicht, oder? Hat er doch? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir mal so. So. Ich glaube, er hat das erst fertig gebaut. Den. Zwei Stück so gemacht. Kann das sein? Ja, macht er. Genau, so hat er das gemacht, meine ich. Aber das passt jetzt symmetrisch wieder nicht rein, weil der da wieder falsch ist. So, dahin. Und dann sind die natürlich ein bisschen schief. Jetzt hat er das natürlich auch schon wieder so angeschlossen. Sieht gut aus, oder? Nochmal weg. Jetzt haben wir da wieder falsch dran, wahrscheinlich. Passt. So, Symmetrie ändern, abmachen. Dranne machen, dann ist er doppelt, genau. Nose Cone noch drauf. Ne, das war ein Parachute, das war kein Nose Cone, den gibt's hier. So, ich glaube, das ist jetzt das, was wir brauchen. Und das Ganze muss jetzt auch doppelt werden, ne? So, Symmetrie würde stimmen. Höhe der. Ne, machen wir noch ein bisschen. Tiefer. Ich glaube, so ist es gut. Genau, Symmetrie passt noch, ne? Jetzt könnte man das natürlich erstmal reinfahren. Ne, Thruster, das war verkehrt. Sind wir. Jetzt habe ich die wieder abmontiert, ne? Und jetzt ist meine Symmetrie wieder verloren gegangen. Ja, jetzt habe ich es auch da verhaunzt. Gut. Den abmachen, doppelt wieder dran. So. Das war jetzt richtig. Jetzt den abmachen. Tiefer setzen. Ich glaube, es passt so. Sieht gut aus. Okay, das haben wir. Aber wir wollten die Beine einfahren. Das war unser Problem gerade eben, ne? Macht er auch alle vier zum Glück. So, das war das. So. Das war die Oberstufe, die Landeeinheit sozusagen. Jetzt brauchen wir noch den. Ah, da bin ich jetzt voll falsch unterwegs. Da ist der. Der kommt jetzt da dran, aber. Ist das so richtig? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist verkehrt. Warte mal so. Und. Nee, das war falsch gedreht. Wie kann ich den denn horizontal drehen? So. So muss er. Dann passt das mit der Einheit. Ja, jetzt kommen da zwei. Nee, stopp, wir haben da was falsch gemacht. Das müssen wir absprengen können, ne? Die Kappler brauchen wir.
der dahin und dann der dahin. So, jetzt passt's. Dann zwei Tanks dran. Noch einen. Dann die Triebwerke, Terrier. Passt. Und wir brauchen da Stabilität drin. Oben ist das. Unten nicht. Na, das sah jetzt irgendwie doof aus. Das gefiel mir nicht. Hat er die Dinger irgendwo noch hingesetzt? Nein. So, jetzt hat das an allen drei Seiten. Sieht gut aus, ne? Ja. Dann kommt ein Decoupler wieder da dran. Jeweils passt. An den Decoupler kommt dann viermal ein Tank. Und da oben ist mal höher. Und dann wieder runter. Dreimal. Viermal. Und ich glaube, die Höhe reicht immer noch nicht. Entschuldigung, aber wie das immer so ist, ne? Wiebel. Reliant. Das war der Schwächere, ne? Oder? Ne, das andere war sogar stärker. Aber dieses kann man, glaube ich, steuern, ne? So. Zoomen wir mal ein Stück raus. Das ist versunken in der Erde. Das bedeutet, wir müssen mal noch ein Stück höher. Und das passt. So, Stabilität müssen wir noch herzaubern. Wiederum hier. Passt. Und hier auch nochmal. So. Super. Alles in Butter. Radiator. Beziehungsweise Trikoppler. Nee. Decoupler. Nee, das ist bestimmt zu niedrig. Hier würde ich mal tippen. Sieht gut aus. Booster. Den ganz großen. Und so, kann er sein. Gehen wir hin, ne? Nosecone. Aerowings da. Da, passt. So, und jetzt fehlen uns noch die weiteren Teile hier. Also, ja. Müssen wir jetzt so machen. Sieht gut aus, oder? Sitzen überall gut dran. Triebwerke sind dran. Das Ganze vielleicht noch einen Tacken höher. Obwohl, da können wir... Na, machen wir hier oben gerade einen Tacken höher. Das muss nicht viel sein. Und dann müssen wir noch ein Startgerät haben. Habe ich das jetzt ausgewählt? Nein. Ich denke mal so. Sollte funktionieren, oder? Irgendwas vergessen. An Bauteilen? Ich glaube nicht. Flügel sind dran. Wir können da absprengen. Wir können da absprengen. Sieht alles gut aus. So, jetzt müssen wir neu sortieren. Die Stufen hier nochmal machen. Die drei definitiv hier unten hin. Na, kommt schon mit. Und die drei auch noch da unten. So, das bedeutet... mal rauszoomen. Die starten. Er starten. Die, dann die drei. Und die. Die gehen zusammen los. Dann geht er zuerst los. Genau. Und dann haben wir da die drei Triebwerke, die mit dem
die Köppler arbeiten müssen, genau. So, da oben kommt der rein. Passt. Und hier oben sind wir dann mit der Triebwerk da unterwegs. Und müssen hier noch eine Stufe dazusetzen. Und die müssen dahin. So, das. Warte mal, der. Das sind die Feststoffbooster. Dann da weg. Und die starten, genau. So, die müssen ganz woanders hin, ne? Müssen da mit rein, ne? Genau. Wenn der losgeht. Gehen die beiden los. Aber zwei Booster, das ist voll verkehrt gebaut hier. Gut, dass ich es noch gesehen habe, ne? Die sind voll falsch. Wir brauchen da zwei Tanks mit zwei Triebwerken. So. Oder vertue ich mich? Nein, ich vertue mich nicht. Dann hat der Dralo hier doch was anderes gehabt. Shit. Dann passen die Proportionen dann nämlich auch. Das mal bitte weg. Das auch mal bitte weg. Und das. Ne, das machen wir nochmal dran. Den können wir gleich gebrauchen. Den weg. Und dann doch den da dran. Genauso wie den da dran. Aber wir haben was ganz Entscheidendes vergessen. Und wo ist das? Hier nicht. Jetzt muss ich durchblättern. Da ist er. Der muss, glaub, da drunter. Und dann muss da noch um die Kappler hin, ne? Oder? Da. Dann der. Weil, wenn wir nachher runterkommen, soll das alles nicht dran sein, ne? Und jetzt der Kleine, der sitzt ja schon dran, der passt also. Jetzt der dazu. Den müssen wir gerade passend hinhängen. So. Mal gucken. Passt. Jetzt das Triebwerk. Das ist noch da. Ach so, wir brauchen zwei Triebwerke da außen noch. Die müssen wir noch dran machen. Dahin. Passt. Und eine Nose Cap auch noch. So. Ich glaube, jetzt ist das richtig, ne? Und dann das da drunter. Ausrichtung ist richtig. Passt. So, jetzt nochmal in die Stufen rein. Nochmal minus einmal rauszoomen. So. Und. Sind wir in der Höhe passend? Ja. So. Die Startrampen weg. Booster an. Haupttriebwerk an. Passt. Das absprengen. Dann die an. Absprengen, das an. Passt. Gehen wir ein bisschen höher. Hier absprengen, an. Gehen die. Ja, wäre richtig. Jetzt ist noch die Frage, das absprengen und das nicht absprengen. Das muss dahin. Wenn ich die absprenge, dann kann das Triebwerk schon laufen. Ich glaube, das war so schon richtig, denke ich dann. Dann gehen die beiden an. Der in der Mitte geht nicht an. Der geht erst an, wenn wir die restlichen haben. Ja. Dann nachher für den Rückflug das.
Da allerdings noch einmal drin, weil das muss gehen. So. Und dann müssen wir natürlich hier noch in die Dingens rein, sag schon. Stopp, da sind wir schon vorbei. Auf die 1,50. So, nur die 3, die Haupttriebwerke bleiben auf volle Leistung. Dann sind wir da auch richtig. Die Blenderken hat man den Sprit rausgenommen, oder? Ja, haben wir gemacht. So, ich glaube, dann steht das Ding genauso da, oder fast genauso wahrscheinlich, wie der Dralo das gebaut hat. Hat jetzt eine ganze Weile gedauert, dass wir das hinkriegen. Gut, okay. Dann würde ich erstmal sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.